Das nächste Werkstück, wenn man jetzt so seine geliebten Autos hat und man möchte irgendwie in einem Setzkasten präsentieren, dann braucht man so einen Rahmen mit so Einteiler dazwischen. Und wie man das im Inkscape macht, das zeige ich euch jetzt. Also, da ist es. Wir nehmen wieder Erweiterungen, Laser Tools, Tapped Box Maker, Millimeter, Außen. Tja, wie lang wird das jetzt? Das hätte man jetzt vorher ausrechnen sollen, gell? Aber sagen wir mal, wir machen das 300 mm lang, 200 mm. Und in der Höhe reicht es, glaube ich, 40 mm. Material passt. One side open. Ja, das ist die Oberseite. So. Und in der Länge machen wir zwei Teiler und in der Breite, in der Länge gehen sich da bei 300, wenn also ein Auto 10 cm lang ist, ungefähr, dann gehen sich hier zwei aus und bei 200, wie breit ist also ein Auto? Ungefähr 4 cm machen wir 5 solche Teiler. Machen wir 4, dann haben sie alle schön Platz. Anwenden. Zack, und fertig ist das ganze Zeug. Das ist jetzt natürlich etwas größer geworden, aber das kriegen wir schon hin. Also. Steuerung G. Wir kennen sie schon. Wir müssen die Teile jetzt einmal gruppieren, dass sie uns nicht verloren gehen. Das wird deswegen auch nicht schneller. Steuerung G. So, dann haben wir die da unten. Dass die so witzig ausschauen, das passt schon, weil der Laser schneidet das aus und dann fallen da diese Schlitze genau raus. Steuerung G. Die zwei waagrechten dann. Steuerung G. So. Da zeige ich jetzt noch vielleicht eine Kleinigkeit, upala, eine Kleinigkeit, die notwendig oft ist. Wenn man jetzt da mit eingravieren will, welcher Teil ist und was, damit es dann herauslösen kann, dann kann ich daneben hinschreiben. So, Boden, aber jetzt vielleicht doch nicht so groß, sondern dann nehmen wir einfach eine normale Schrift, machen die ganz normal klein. Oh ja, gönnen wir immer 12er. So, die tun wir direkt da daneben irgendwo her. Sagen wir wieder in Pfad umwandeln, Füllung und Kontur und da. Haben wir gesagt, keine Füllung, Farbe der Kontur nehmen wir eine und dann nehmen wir jetzt grün. Muster der Kontur in Pixel 0,3. Jetzt könnte man sich fragen, wieso grün? Da werde ich nämlich dann beim Lasercutter dort direkt vor Ort einfach einstellen: Rot ist durchschneiden, Blau ist nur eingravieren und Grün ist auch schneiden, aber mit einer geringeren Leistung. Das heißt, er graviert dann einfach nur den. Praktisch die Beschriftung da hinein. So. Alles andere bleibt da jedem selber überlassen, ob er da jetzt irgendwas reinschreibt oder nicht. Aber das war es eigentlich schon. Da geht es jetzt dann nur mehr ums Anordnen. Wie kann man das anordnen? Da darf man jetzt bitte nicht auf das fixiert sein. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, okay, Dokumenteneinstellungen. Ich habe doch erzählt, meine Holzplatten, die sind immer 600 mm breit und 300 mm stark. Na, stark. 600 mm lang und 300 mm breit. Einheit Millimeter. Okay. Dann sehen wir, das ist die Holzplatte.
Und da kann ich jetzt einfach sagen, okay, das muss jetzt nur einfach auf der Holzplatte sein, weil das ganze Ding lege ich in den Lasercutter rein. Und da muss es aufpassen. Oh ja, das kann man ja gleich drehen. Da müssen wir noch. Ich habe jetzt die grüne Schrift irgendwo verloren. Ah, die muss noch irgendwo dabei sein. So, hat das wohl Platz? Naja, das war jetzt nicht so geschickt. Da wäre ja also jetzt die beiden da herunten verwenden, weil die da sind ja kürzer. Die passen da rein, weil die ja die Innenmaße da haben. Ah, das ist. Passt. Also, die zwei kommen daher. Das drehen wir auch gleich hoch. Kommt daher. Und jetzt haben wir die da noch. Geht sich's aus? Natürlich geht sich's nicht aus. Mist. Was macht man in so einem Fall? Neu konstruieren. Oder in der Realität würde ich noch einfach sagen, wir nehmen dort. Also in der Realität. In der Realität schaut es dann so aus, dass wir die Teile zwar dann so da haben, aber die Teile keinen Platz mehr haben. Dann schneiden wir einfach das ganze Zeug aus, dann nehmen wir neue Holzplatten und tun einfach die zwei Teile noch zusätzlich ausschneiden. Also, gescheitert sind wir da noch nie. Das war's für den kleinen Setzkasten. Ja dann, das sollten nun mal genügend Ideen sein, um da selber ein bisschen dran herumzuarbeiten. Viel Spaß damit. Speichern muss ich es noch. Speichern unter Setzkasten. Passt. Fertig. Da, stopp.